Ihr Lieben, da bin ich noch mal. Ich habe mal wieder eine total geniale Internetverbindung hier im Saarland. Nächster Versuch. Ich hoffe, es hält jetzt. Ich habe mal gerade den Anbieter gewechselt, mir eine andere Internetverbindung geholt. Ja, was wollte ich mit dir teilen? Heute Morgen ist die Seelenmastermind Speed-Gruppe gestartet, wo alle Teilnehmerinnen zum Ende November definitiv ihren Seelenplan in der Tasche haben. Und das erfüllt mich gerade, so was da heute Morgen schon Wundersames geschehen ist. Und da waren wirklich völlig unterschiedliche Persönlichkeiten oder sind unterschiedliche Persönlichkeiten dabei. Und ja, man ist dann ja so angespannt manchmal. Oh, was geschieht da jetzt? Was fördern wir da zutage? Weil das hat heute natürlich mit einem individuellen Coaching gestartet. Und einer hat erzählt, dass er heute Nacht schon davon geträumt hat. Und da merkt man einfach, wieso das Unterbewusstsein da einfach schon agiert. Und was mir wirklich mal wieder so, ja, eine Träne in die Augen getrieben hat heute Morgen, war zu sehen, was wirklich innerhalb dieser kurzen Zeit heute Morgen schon losgelassen werden konnte, an gefühlter Tonnenlast, sag ich mal, wo manche das Gefühl hatten, überhaupt jetzt mal so wirklich bei sich angekommen zu sein, zum ersten Mal die eigene wahre Größe gespürt haben, wahrgenommen haben, so gebadet haben in dieser wunderbaren Energie, die sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten. Und so eine Ahnung haben jetzt, was alles Magisches wirklich die nächsten 4 Wochen hier geschehen wird und wo sie dann in 4 Wochen stehen, wenn sie dann wirklich ihren Seelenplan in der Tasche haben, schriftlich. Und genau wissen, was ihr Ding ist. Und das heute Morgen, das war ja alles erst, das ist alles erst der Anfang, das war die Wegbereitung dahin. Und es ist den wunderbaren Frauen, die jetzt in dieser Gruppe sind, leicht gefallen, sich zu entscheiden. Also ich glaube, ich kann für alle behaupten, es ist nicht leicht gefallen. Denn es ist natürlich ja auch mit einer Investition in sich selbst verbunden, um die Persönlichkeit zu entwickeln, um sich dazu zu committen, den Weg zu gehen. Und dann natürlich auch die Entscheidung, okay, ich verändere jetzt wirklich was in meinem Leben. Ich mache jeden Tag etwas dafür, so also 30, 45 Minuten. Und ist ja so auf der einen Seite nochmal ja so eine Vorfreude auch einfach da. Und wenn man dann im Vorfeld nicht weiß oder so, der Kopf einem nochmal sagt, ist das jetzt die richtige Entscheidung gewesen? Funktioniert das bei mir? Dann sitzt man ja manchmal nochmal so zwischen zwei Stühlen. Und ich kenne diese Dinge nur zu gut von mir. Hallo, liebe Bettina. Ich kenne das alles nur zu gut von mir. Da ist so eine Unsicherheit da, so ein Surren in einem und nochmal so ein Denken hin und her. Und ich glaube, keiner von denen, die jetzt hier mit mir durchstarten, hat sich diese Entscheidung leicht gemacht. Sondern, und eigentlich ist das auch ein gutes Zeichen, wenn man da so ein Surren hat und denkt, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Und man sitzt vielleicht noch mal so zwischen zwei Stühlen, wenn es darum geht, dann wirklich in sich selbst zu investieren und diesen Weg auch zu gehen, sich wirklich zu committen. Es ist eigentlich eine gute Entscheidung, ein gutes Zeichen, denn es geht ja auch darum, das Gewohnte zu verlassen, wirklich außerhalb seiner Komfortzone die Dinge zu entdecken, die dich ausmachen. Wenn man in seiner Komfortzone bleibt, dann ist man ja im Bekannten drin. Dann ist man ja in dem, ja, ich habe es bei mir früher so ein bisschen als Schlamassel bezeichnet. Ich mag zwar nicht mehr in dem Schlamassel drinstecken, aber irgendwie habe ich es mir gemütlich da drin gemacht, ja? Und
Da braucht man sich ja nicht groß anstrengen, das kennt man ja. Und wenn man sich dann wirklich committet, in dem Falle hier seinen Seelenplan zu entdecken, dafür zu gehen und neue großartige Dinge entstehen zu lassen, dann kommt dann so dieses Surren auf, so diese Ängste, die Zweifel und schaffe ich das? Was kommt jetzt auf mich zu? Was die richtige Entscheidung? Und dann tut es vielleicht auch zudem noch ein bisschen weh, auch wirklich in sich zu investieren. Und das sind alles genau die richtigen Zeichen, die das Universum dir dann schickt, weil dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist auch damit gemeint, hinter deiner größten Angst steckt dein größtes Potenzial, deine größte Entwicklung, weil da entdeckst du die Dinge, die dich als wunderbares, einzigartiges, großes Wesen wirklich ausmachen. Da liegt dein Potenzial, da liegt deine wahre Kraft, da liegt deine wahre Stärke. Und deshalb ist das so ein gutes Zeichen und deshalb war ich heute Morgen mal wieder so berührt, was da an heilsamen Dingen geschehen ist, wie viele, ja, tonnenschwere Laster schon losgelassen werden konnte, wie da jetzt schon heute Morgen so eine Befreiung sich breit gemacht hat bei den Teilnehmern und wie sie so eine Ahnung haben, was jetzt wirklich da Großartiges am Entstehen ist. Und das ist etwas, was mich immer und immer wieder, auch bei denjenigen, mit denen ich dann auch in der Akademie arbeite, wo es ja dann auch darum geht, noch den Seelenberuf zu entwickeln, sich zu zeigen da draußen und dann das Herzensbusiness, den Seelenberuf auf ein stabiles Fundament zu stellen und damit eben auch Geld zu verdienen, nebenberuflich oder auch hauptberuflich, langfristig oder auch bei denjenigen, mit denen ich arbeite, die schon nebenberuflich ein Business haben oder auch hauptberuflich ein Business haben und merken, oh, das läuft aber nicht so rund, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wo dann neue Dinge einfach am Entstehen sind, wo dann neue Kreationen entstehen, auch in dieser Selbstständigkeit, in der bestehenden, weil einfach mal klar wird, was macht mich denn aus? Und so kann man das einfach auch alles auf ein anderes Level bringen. Und der aller wichtigste Schritt, ich kann dir nur die Anleitung geben. Ich kann dir alles nur wirklich auf dem Silbertablett servieren. Aber bevor du es dir vom Silbertablett nimmst und auch umsetzt, darfst du den allerersten wichtigsten Schritt gehen, damit das überhaupt funktioniert. Und das ist eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, das wirklich zu wollen. Wenn ich an mich früher zurückdenke, als ich da so in der Situation war, wo du jetzt vielleicht gerade steckst, dass ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht mehr so ganz das, wie ich mir mein Leben wirklich mal vorgestellt habe. Diesen Job, den ich da gerade mache, das ist nicht mehr so ganz das, was ich mir wirklich, wirklich vorstellen kann, hellwach, topfit und voll guter Energie bis zur Rente zu machen. Weil es kostet mich letzten Endes Energie, wenn ich mittags aus dem Büro rauskomme. Fühle ich mich nicht gerade hellwach, topfit, sondern eher so down. Auch wenn ich körperlich nicht irgendwie gearbeitet habe. Aber es kostet einfach Kraft und Energie, immer wieder Dinge zu machen, wo man denkt, was mache ich hier eigentlich? Da habe ich überhaupt keine Lust mehr zu. Das kostet Energie. Vielleicht kennst du das, vielleicht kommt dir das bekannt vor. Und da habe ich mich immer gefragt, Mensch, da muss es doch noch mehr in dir geben, da muss es doch noch was anderes geben, da muss doch noch mehr möglich sein. Und da ist der allererste Schritt, den du machen kannst, dich wirklich dazu zu entscheiden, zu gehen, dafür zu gehen. Hallo liebe Hilke, liebste Grüße ans Meer. Ich hoffe, ihr habt noch angenehme warme Temperaturen. Ja, das ist der wirklich allererste Schritt, um deinen Seelenplan zu entdecken, den du gehen darfst, dich zu überwinden und zu sagen, Mensch, so wie ich früher, meine Seele hat jetzt mal genug gefroren, jetzt gehe ich dafür. Jetzt gehe ich dafür, weil ich mir klar bin, wenn ich so weitermache wie bisher, dann kostet mich das Lebensenergie, es kostet mich Zeit, es kostet mich langfristig meine Gesundheit, es kostet mich langfristig vielleicht auch meine Partnerschaft, weil wir schon
ständig Diskussionen und Streit haben, weil jeder von uns unzufrieden ist mit der jetzigen Situation. Es kostet mich letzten Endes langfristig auch glückliche Kinder, weil wenn ich nicht in meiner Mitte bin und zufrieden bin, was gebe ich meinen Kindern weiter? Das war für mich mit ein Motivator, meinem Leben wirklich eine andere Richtung zu geben, mich zu entscheiden. Ja? Das ist der allerwichtigste Schritt und eine Frage, eine zentrale Frage, die ich mir gestellt habe, noch nicht mal bewusst, sondern die kam so unbewusst auf. Wenn ich mit 85, 90 irgendwann mal auf mein Leben zurückblicke, wie möchte ich auf mein Leben zurückblicken? Zu denken, okay, was das jetzt? Jetzt ist Zeit zu gehen, jetzt ist es zu spät und die Dinge zu bereuen, die ich in meinem Leben nicht erreicht habe, nur weil ich dachte, das Leben ist halt so, es muss halt so sein und wenn ich mal ein Angebot bekommen habe, wirklich meinem Herzen, meinem Seelenplan zu folgen, dann habe ich es von Geldscheinen abhängig gemacht oder habe es vom Umfeld abhängig gemacht, weil das Umfeld mir es ausgeredet hat oder weil ich gedacht habe, wenn es so einfach wäre, würden es ja alle machen oder solche Dinge. Und ich habe mir gesagt, ich will auf mein Leben zurückblicken und denken, hey, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich bin wirklich hier meinem Herzen noch gefolgt, habe hier meine Mission, meinen Seelenplan erfüllt. In meinem Falle habe wunderbare Frauen wie dich da abgeholt, wo sie jetzt stehen und dorthin gebracht, wo sie wirklich hinwollen. Habe auch mal mit ihnen gemeinsam erarbeitet, wo sie wirklich hinwollen. Mal eine Anleitung geschenkt, wirklich mal wieder groß zu träumen und ihnen die Rückenstärkung zu geben, dass wirklich alles im Leben möglich ist, wenn du denn erstmal gehst, wenn du denn erstmal dich dazu entscheidest, wirklich zu gehen und eben auch die Hilfe anzunehmen, das Navigationssystem. Das ist mit das Wertvollste, was ich mir die letzten Jahre geholt habe. Und auch in der Zukunft immer haben werde. Ich werde immer Begleitung an meiner Seite haben, weil das Leben ist ständige Entwicklung und ständiges Wachstum. Die Zimmerpflanzen hören wir ja auch nicht irgendwann auf, die zu gießen, weil wir sagen, hast jetzt genug Wasser. Oder draußen ein Baum hört ja auch nicht auf zu wachsen, beziehungsweise wenn er aufhört zu wachsen, ist er tot. So ist das mit uns auch. Wir sind nur so süß, wir denken, oh, jetzt habe ich schon so viel probiert und habe schon da einen Kurs gemacht und die Ausbildung und da geguckt und da geguckt und da habe ich mal meinen Impuls. Und was ist letzten Endes, wenn wir ehrlich sind? Wir gehen einen Schritt vor und zwei zurück, wenn wir überhaupt einen Schritt vorgehen. Meist ist es doch so, dass wir auf der Stelle treten. Ja? Also der allerwichtigste erste Schritt, den du tun kannst, ist überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Wie du es künftig haben willst. Willst du dich jetzt auf deinen Weg begeben oder willst du weiter quasi da stehen bleiben und dir weiter Impulse holen? Um es mal ganz klar auszudrücken. Das ist der allererste Schritt. Und sobald du dich dazu entscheidest, wirklich deinem Herzen zu folgen, deinen Seelenplan zu entdecken, was für ein großartiges Potenzial bislang noch in dir verborgen liegt, um das ans Licht zu holen. Früher habe ich immer gesagt, deine Kraftquelle selbst zu entdecken. Nenn es Kraftquelle selbst, nenn es Potenzial, nenn es Seelenplan, egal wie. Aber du bist doch hierher gekommen und hattest mal Ideen, was du hier alles machen wolltest hier auf Mutter Erde. Es sei denn, du denkst jetzt, okay, nee, so wie es ist alles gut, ist alles okay, alles bestens, genauso habe ich mir mein Leben mal vorgestellt und. Dann ist ja auch okay. Aber ich glaube, da stecken noch so ein paar Dinge in dir, sonst wärst du, glaube ich, nicht hier in der Gruppe, wenn du nicht so ansatzweise denken würdest, wäre ja schon schön, wenn ich da jetzt mein Leben wirklich so rocken würde, wie es mir entspricht, wenn ich meine Partnerschaft auf ein neues Level bringen könnte, meine Familie inspirieren könnte, meinen Kindern zeigen könnte, dass so viel mehr möglich ist. Oder wenn du alleine bist, mir selbst einfach zeigen könnte,
dass ich zurückblicken kann und sagen kann, okay, ich habe die Kurve noch gekriegt, ich habe nur ein wunderbares Leben mir gestaltet. Ich kann jetzt ruhig und zufrieden und erfüllt und glücklich meinen Körper wieder verlassen und gehen. Ja? Und mich hat das heute Morgen wieder so berührt, mit den wunderbaren Frauen da zu starten. Ich habe für nächste Woche jetzt einfach nochmal ganz spontan im Terminkalender Termine freigeschaltet. Wenn du jetzt also irgendwie in dir spürst, ja, ich würde ja schon gerne, aber brauche noch ein paar Impulse. Ich poste dir den Link gleich rein, dann schau mal. Die Termine sind meist immer schnell weg, weil so oft habe ich in der letzten Zeit keine Termine mehr freigeschaltet. Allenfalls über ein Bewerberformular gearbeitet und das dauert dann auch immer eine Weile unter Umständen. Deshalb schau gleich mal, wenn du irgendwie in dir spürst, hey, vielleicht hast du ja auch die letzten Tage gedacht, soll ich da jetzt mitmachen, bin ich dabei, bin ich nicht dabei und hast dich dann doch nochmal zurückgezogen und hast jetzt so das Gefühl, ich kenne das auch nur so gut von mir früher, dass ich dann so immer hin und her überlegt habe, ja, und dann war es irgendwann zu spät. Dann klick auf den Link und hab Mut und dann lass uns zusammen sprechen. Dann lass uns wirklich mal zusammen sprechen und deine Situation anschauen und durchleuchten und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Okay, meine Liebe? Hilke, Grüße von der Costa Blanca. Ich schicke euch ganz viel Wärme und Sonnenstrahlen. Hier wimmelt es nur so davon. Ja, bitte, 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 schick ganz viel hierher. Hier ist so ein richtig trister, grauer Novembertag. Also, wenn ich in meinem früheren Leben noch wäre, wie der Saarländer so schön sagt, dann hätte ich heute eine lethargisch, leicht depressive Stimmung und hätte, um es saarländisch auszusprechen, die Faxen dick einfach. genau das Wichtigste ist die Entscheidung und dann dranbleiben. Genau, liebe Hilke, so ist es. So ist es. Du gehst ja auch ganz großartig deinen Weg. Okay, also, ihr Lieben, hab Mut, einfach auf den Link zu klicken und lass uns wirklich mal genau hinschauen, damit du jetzt die nächsten beiden Monate hier noch den Grundstein legst, um im Januar dann komplett durchzustarten, dass du wirklich im Dezember, Jahresende ist ja immer so ein Zeitpunkt, wo wir zurückblicken, und so ging es mir früher auch, dass ich gedacht habe, boah, schon wieder ein Jahr vorbei, was hast du jetzt hingekriegt? Eigentlich auf der Stelle getreten. Und dann kommen so die guten Vorsätze. Im neuen Jahr packe ich es jetzt aber an. Vielleicht kennst du das, dass du da in der Richtung schon viele Jahre eigentlich hattest jetzt. Dass eigentlich die Zeit überreif ist. Das hat mir die Woche auch eine Frau gesagt. Die Zeit ist eigentlich überreif, um meinen Weg zu gehen. Dann wäre jetzt deine Chance wirklich, ja, eine kostenfreie Durchbruchssession mal endlich in Anspruch zu nehmen und dann schauen wir weiter. Okay? Also meine Liebe, liebe Grüße an die Costa Blanca und liebe Grüße an all diejenigen, die jetzt hier zuschauen. Bettina, wo du herkommst, du bist die Einzige, die ich jetzt hier gerade noch sehe, aber ich sehe, ich habe mehr Zuschauer. Wo auch immer du bist, wo auch immer ihr seid, ganz, ganz liebe Grüße. Bis dahin, hab einen wunderbaren Tag und hab Mut. Das Wertvollste, was du hast, ist deine Lebenszeit und dein Leben. Und ich lade dich dazu ein, dir bewusst zu machen, dass du dir was anderes vorgenommen hast, als das, was du bislang im Außen vorfindest. Und dass du es dir wert sein darfst, dich auf den Weg zu machen, zu deiner Kraftquelle selbst, zu deinem Seelenplan, zu dem, was hier in dir ist und was ans Tageslicht kommen möchte, und lass uns da gemeinsam hinschauen. Okay? Nutz die Chance. Bis dahin. Ciao.